Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands in der Mission Silence Blade. So ein Special anscheinend. Und mit dabei sind die Ghosts Reaper. Enno. Hallo. Navo. Hallo. Und der Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Kleiner Little Brother. Stimmt, Big Brother ist noch dabei. Little Brother, großes Arschgesicht. Der Ausgang war schlecht, ja. Das hatte Enno gesagt. Ja, da haben wir eine ganze Menge gegen. Sollen wir das Licht hier ausschalten vielleicht? Ich würde vielleicht vorschlagen, aus dem Kleineingang raus und hinter dem Gebäude. Okay, wo ich sitze, ist ein guter Ausgang. Du warst dort, okay. Das ist der, wo wir letztes Mal auch raus sind. Nicht das letzte Mal, ich dachte, das wäre First Try. Okay, ja, natürlich. Reaper, da vorne ist einer, kannst du ihn ausschalten? Jo. Ich habe auch damals, da habe ich mal so einen Überfall auf eine Bank schläft in Los Angeles gemacht. Das war auch First Try. In Los Angeles, also ein Banküberfall. Ja, ja, da musste ich so mit Motorrädern irgendwie fahren und. Ach oh Gott. Und hast du unterwegs noch eine fallgelackte Geldtasche? Ja, sofort. Tatsächlich so. Oh, Angeber. Wovon du so träumst? All die Schnauze. Was? Soll die Schnauze heißen? Der Kerl. Warte, der hat gerade Formverzug gerufen. Es? Na, aber nur wegen dem Typen hier vorne, aber den schalte ich jetzt aus. Also der Typ, wenn mir gerade. Wenn er die Schnauze hält, dann fliegen wir noch auf. Enno, hat das. Der Brother gerade bei dir auch so einen Sprung gemacht? Ich hab nicht drauf geachtet. Die 1 jumped. Status-Update? Einmal den Generator abscannen. Okay. Einmal zur. Amaria können wir gehen. Okay, die Person, die bei dem sie sich vermutlich bei dem Generator befindet. Ist die da? Ich gucke eben. Hier hinter dem Generator. Ach, da ist einer. Ja. Panzer. Wenn er sich bewegt, dann können wir. Diese Flugabwehr ist eine echte Plage. Dann gehe ich hier um die Ecke und sobald er sich bewegt. Und es ist dunkel. Er ist nervös. Ja. Neutralisieren. Geht noch nicht. Nicht ohne Sichtkontakt. Nein. Wo sieht er kommt? Ich muss ihn neutralisieren bei Sicht. Okay, danke. Aber es sind noch andere nervös geworden. Ich habe Schreie gehört. Ja, habe ich auch. Und wenn in so einer Basis der Strom ausfällt, das ist. Sollten wir vielleicht in die. Tankstelle? Hier ist Notstrombeleuchtung. Achtung, da kommt Person, ja, Enno, um die Ecke wieder zurück. Zieh mich zurück. Geh da hinten in den Ordner. Ich bin in der Amaria und guck mit der Drohne. Es sind zwei Personen. Scheiße, warum hast du nicht gleich ein Signal abgefeuert? Sie haben es gemerkt, das war's. Ja. Es kommt ja auch davon, wenn der hier ungetarnt die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Da war jetzt keiner von uns, fand ich dran schuld. Glaube ich. Nee, das war dieser blöde Little Brother. Er geht aufrecht durch die Gegend, als ob man das nicht sieht, also. Vielleicht sollte ich ihn anleiten, ja. Weil ich generell eher zurückbleib. Ja. Hey. Und dann sagt er, was sind denn wir für Relikte? Arroganter Typ! Wir sind zu viert. Erst nur einer. Wollen wir uns schön, sehen, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Dann quatsch mal mit dem Typen. Nur der Pilot kennt den Code. Bin auch schon dabei. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heißsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Ja, nein, wir lassen dich jetzt da drin. Ja, mach's das gut, ne? Mit dem
Vollidiot noch nicht allein. Ich dachte, er hätte so einen knackigen Arsch. Nee, sein Gesicht ist ganz süß. Hör mal auf das Gesicht schauen. Ja, natürlich. Es ist ja gut, dass du mein Gesicht nicht sehen kannst. Ne? Ich glaube, das Gesicht ist wohl ja, erst das Arschgesicht. Ein Arsch mit Ohren. Aber mit so richtig stumpfen Ohren, dass er abheben könnte. Ich heb ab. Okay, der Einsatz, ne? Ja. Wir schaffen den, first try. Ja. Predicted. Du weißt doch, im echten Leben gibt's keinen second try. Ja. Im echten Leben kannst du dich mal so schnell neu laden. Auf der Straße sind drei oder vier Gegner. Ja? Du bist hier gleich im Verzug, wenn du nochmal so rumschreist. Mit dem Rücken zu uns. Er hat bei mir gerade nicht geschrien. Wir gehen hier weiter links rum. Ich gehe hinter dem Zelt entlang. Ich folge der Overwatch. Folgt der Vollidiot, ja. Man kann auch süß aussehen und ein Idiot sein. Ah, ich könnte jetzt was sagen, aber dann lass ich es lieber. Also, sprich dich aus. Dumm fickt gut, wa? Ja. Also, die letzte Blondine auch gesagt, die ich mitgenommen habe. Bitte? Da wird sich. Ja, dann würde ich mir aber Sorgen machen. Da wird sich den Posten nicht erarbeitet haben, so wie wir es denken. So. Weg ist frei zur zweiten Armory. Wir sind hinter dir. Wie machen wir das mit der Causa Generator? Sehe ein Luftabwehrsystem. Da ist ein zweites Ziel. Deck alles hin. Ein Scharfschütze down. Okay. Einer muss rüber zum Generator. Am besten aber wirklich nur einer. Die anderen müssen hier möglichst in der Amaria sich verstecken können. Ist das eine gute Idee, wenn das der Scharfschütze macht? Ich kann halt im Nahkampf die Jungs hier direkt wegklacken. Wo? Die Eins kommt. Die Eins bewegt sich. Aber das weg. Das ist sehr gut. Du hast einen am Haken. Man könnte sie jetzt von hinten greifen, wenn du schnell genug bist. Jetzt dreht er sich um. Hoffentlich nicht. Hey, du da. Kannst du sie ins Gebäude ziehen? Vorsicht, hinter dem Gebäude habe ich jemanden gesehen. Einfach nur in die Tür rein. Geht. Jetzt den Generator. Ich gehe mit den Typen schon mal in die hinterste Ecke der Amaria. Mann, diese Flugabwehr ist eine echte Plage. Und der Laden ist dunkel. Gute Nacht. Sehr schön. Dann benutze ich mal die Drohne. Okay, die Eins von dem Platz ist nervös, geht zur Tankstelle. Da kommen noch mehr. Genau verfahren wir, wenn sie in die Tankstelle wollen? Ab ins Gebäude. Okay. Erstmal in die Amaria. Okay. Oder das, wo ihr nah dran seid, weil die sind echt nervös, die gehen zum Generator. Ich hoffe, die knipsen den einfach wieder an. Das wäre ätzend. Ja. Möglich wäre es leider. Ich hoffe, ihr habt da irgendwie die Sicherung ausgedreht. Nur den Schalter umgelegt. Ja, wenn du so dumm wie die sind, dürften die nicht mal wissen, wie ein Schalter funktioniert. Okay. Anscheinend sind die echt zu dumm. Die gehen wieder. Dürfen noch nicht gesehen werden. Kann aber sein, dass sie hier rüberkommen. Das sieht gar nicht gut aus. Die dürfen noch nicht in die Tankstelle kommen. Da ist einer aus der Tankstelle, genau die 4 ist aus der Tankstelle rausgekommen. Die darf sich nicht umdrehen, da liegt ein Toter. Ja, wir bewegen uns erstmal nicht. Ziel 5 gesichtet. Enno, Rückzug! Ja, ja. Tut mir leid, den habe ich zu spät gesehen. Oh, Scheiße. Und vor allem unser Idiot vom Dienst bleibt natürlich an der Tür. Naja, der ist getan. Ja.
trotzdem. Du wirst das bei der 3 sind 4 Leute. Alter, wo kommen die ganzen Leute denn her? Plus 4 oder 3 in 4? Leute, hier drüben ist eine Kommstation, da könnten wir versuchen reinzugehen. Achtung, da kommt noch einer. Obwohl, der bewegt sich in das Gebäude neben uns rein, das ist gut. Also Nummer 3 plus 4 weitere. Okay. Ja, hier das Gebäude ist safe, hier ist, kommen wir rein. Welches Gebäude? Kommstation hinter da, Maria. Da ist die 4 drin, oder nicht? Nein, hier ist keiner drin. Negativ. Ich bin selbst drin. Das ist hinter dem Gebäude von der 4. Das ist so ein kleines, einstöckiges, keine Ahnung, Betonding. Mit Satellitenschüssel und Antennen oben drauf. Und vor allem okay. Grüner Verzierung. Soll ich in der Maria bleiben oder soll ich zu euch kommen? Ja, Maria ist ziemlich unsicher, weil da Gegner vorne vorrennen. Schau mich kurz um. Und es wird langsam hell hier draußen, das ist auch nicht gut. Ich habe momentan keinen Sichtkontakt hinter dem Gebäude. Ich bewege mich jetzt gerade mal nicht, weil da noch einer vom Generator aus direkt auf die Straße geht. Ich weiß nicht, ob der mich mitkriegen würde, wenn ich rüberwechsle. Enno, übernimmst du kurz mit der Drohne? Kann ich machen. Drohne fliegt. Bin raus mit der Drohne. Wenn ich hinten aus der Amaria rausgehe, kann mich dann jemand sehen? Boah, der Tankstelle ist gerade jemand unterwegs, aber der ist gleich außer Sicht. Ich würde gerade nicht aus der Amaria gehen. Wie bitte, Panu? Ich würde gerade nicht aus der Amaria rausgehen, da ist gerade eine Person, nein, die nicht markiert ist, dran vorbei. Ja, aber wir sind in dem Gebäude hinter dem Weißen. Bei. Kann ich jetzt raus? Ich würde sagen, ja. Genau. Weiter und das kleine rechts. Ah, das ist Enno, okay. Ich schließe auf. Okay, ich stelle mich mit dem Typen hier rein, wenn er dann kommt. Ich hoffe, der ist nicht zu blöd. Okay, danke Enno, ich übernehme wieder. Kein Problem. Schnarchtablette, die kann ja noch nicht mal über irgendwelche komischen kleinen Mäuerchen klettern. Hallo, beweg dein Arsch. Oh, Achtung, da kommt einer. Am Hintereingang. Nicht zum Hintereingang. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Ich habe ihn markiert, die 4. Wie ist die Weisung, wenn er reinkommt? Erschießen. Aber er geht, glaube ich, neben uns. Nicht erschießen. Wenn ihr da rausgeht, genau, Reaper greift ihn mal und... Ist der alleine? Ja, er ist alleine. Bring ihn am besten in unser Gebäude. Kannst ihn nach hinten ziehen. Die Dreierpatrouille kommt wieder. Und einer steht am Generator. Das merken wir uns. Ich frage mich echt, wo der Typ ist. Der muss irgendwo pennen oder so. Nicht mehr lange bei der Uhrzeit. Naja, ist 5 Uhr morgens gerade. Wir müssen halt den Piloten finden, der kann hier überall sein. Der kann in jedem Zelt schlafen quasi. Vorsicht, ich sehe einen Sniper und Punkt vor uns. Hab ich auch schon gesehen, aber der ist momentan noch zu unsicher, den zu erschießen. Wolltest du doch noch einen weiteren? Auf allen Türmen sind welche. Ich bräuchte meine Markierung von der 4. Ist die alleine? Welche 4? Turm, Sniper, 4. Ich kann mal kurz schauen. Ja, da ist er alleine. Ne? Okay. Dann schläft er jetzt in. Die Drohne ist oben. Okay, aber wir haben halt noch andere Probleme. Die 4 da ist, glaube ich, auch ein Problem. Wo ist die außerhalb draußen drin? Im Turm, sitzt auf dem Stuhl. Helikopter, seid vorsichtig. Scheiße, den kann ich natürlich nicht vom Himmel rollen. Rein. Da ist der Pilot. Ich hab den Piloten gefunden, er ist in einem Zelt. Markieren? Markieren? Ich glaub, den kann ich nicht markieren. Ich mach die Markierung von der 4. Nimm die 1 weg.
Ist. Ich bin gerade in der Luft. Wenn wir die Zelte sehen. Bei welchem Zelt ist der? Du siehst die 4. Ja. Die 4 latscht jetzt noch ein Stückchen weiter. Mhm. Und genau. Jetzt noch 5 Schritte nach vorne auf der rechten Seite des Zeltes. Rechts von ihm. Okay, das heißt direkt das, wo die Flagge ist. Quasi. Ja, ein zweiter von der Flagge. Okay, gut. Das am Ende der Reihe. Da, ja, dann sehe ich den Piloten, glaube ich auch. Ja, okay. Ich kann nicht bestätigen. Also mit der 4 müssen wir vorsichtig sein. Da ist ein Krankenhaus zwischen. Guck halt mal das Krankenhaus. Ist frei. Das heißt, wir wechseln rüber zum Krankenhaus. Reaper, pass auf. Gesehen. Ja. Das war auch der Pilot, den du da gesehen hast. Der ist nämlich jetzt in dem Zelt davor. Ist er im Zelt weitergegangen? Ja. Sollen wir ins Krankenhaus vorrücken? War das so? Krankenhaus ist okay. Safe. Dann gehe ich über die Straße gerade. Ja, ich folge mal raus. Ist das hell? Achtung, da ist einer auf der Straße. Schnell weitergehen. Okay. Ja, wir sind unterwegs. Ich bin im Krankenhaus. Bin auch im Krankenhaus. Sehr gut. Oh, der Puls. Ich markiere mal den Typen dann noch. Atmen. Auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir die. Der Pilot nähert sich. Ja. Aber er wird von der 4 gesehen. Ja, noch. Er macht sich gerade eine Kippe an. Ey, Rauchen ist ungesund, du kleiner. Nicht, dass er vor uns umkippt. Das wäre tragisch. Also, wir warten nochmal. Wobei, er bewegt sich. Hier kommt. Korrektur, Pilot kommt. Oh Gott. Ja. Hinling. Er kann das Fenster gesehen, gucken. Oder? Ich glaube, er gesehen haben. Ja, ich glaube, er hat mich durchs Fenster gesehen. Hättest du es ihnen noch leichter machen können? Ach nee, ne. Mach's besser, Jungspund. Du hast gar nichts geleistet. Dieser Scheiß. So kurz, Brother. Das erinnert mich an eine andere Mission. Der hat mich halt wirklich nur durchs Fenster gesehen. Und ich lag schon. Ja, man muss sich halt wirklich genau verstecken. Ja. Weil wenn der nämlich reingekommen wäre, hätten wir uns den ganzen rechtlichen Spaß schön sparen können. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Dann können wir da ganz gezielt hinlatschen. Also für unsere Zuschauer, ne, First Try, vergisst es mal. Wir machen schön, dass ihr es geschafft habt. Nee, wir kennen unseren Job. Hä, das ist doch First Try. Die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Schalt, dass man sich den Vogel nicht einfach geschnappt überspringen kann. So einfach ist das nicht. Ah, leider, ich bin schon mal hier. Die Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Ah, schön und nur war. Der Pilot kennt den Code. Nee, nee. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heißsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Hocken mit dem Code hätten sie so jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Wer? Die Uni dort da vorne, der jetzt gerade da drüben hermarschiert. Ich sehe hier keine. Okay. Der stottert ein bisschen, aber sonst. Wir wissen ja, dass dieses Spiel frei von Fehlern ist. Gut, so, jetzt benehmen wir uns wieder. Topic. Also gut. Hey, unser, lass mich raus, ich muss doch eh nach vorne. Unser Maestro ist getarnt. Okay, Reaper, vorrücken. Der telefoniert eh gerade. Gut, dass die da vorne echt was mit den Augen haben. Wahrscheinlich ist der Helm zu dunkel. Naja. Alter, der unsichtbare Pimp hier von uns, der regt mich auf. Jetzt können wir auch uns das mit dem Generator sparen, oder? Nee, wir müssen wir ausschalten. Okay. Der Störsender. Nicht nur der Störsender, sondern auch die Raketenabwehrstellungen werden von Energie versorgt und wir müssen ja mit dem Heli hier weg. Ah, okay.
Achtung, nach vorne die Patrouille. Können wir nicht das Uran in unseren Rucksack packen und los? Na, wenn du noch Kinder kriegen möchtest. Ach, so schlimm ist das Uran nicht. Willst du das wirklich? Ja, stimmt auch wieder. So. Schön mit. Und schlaf. Okay, wir gehen wieder zur Amaria. Reaper macht sie auf dem Weg zum Generator. Weil wann war einmal über den Tisch? Was hat er denn für einen Anfang? Es wäre schön, wenn die eins sich wieder bewegen würde. Wir warten, bis er sich bewegt. Ich hab's Türchen schon mal geöffnet. Trotzdem warte. Hier steht Gift im Schrank. Das, was hier. Werf das dem nochmal dir vor die Füße, vielleicht nimmt er ja einen Schluck oder so. Ach, wenn der so rumbrüllt, fliegen wir noch auf. Ja. Aber die Chemikalien da drüben juckt mich eher wenig. Das, was mir vor mir liegt, in der Kiste. Aber ohne passende Vorrichtung? So, einfach gut positionieren oder drauf schießen. Dann dürfen die auch hochgehen. Das sind ziemlich empfindliche Zünder. Also, ich weiß ja nicht, was ihr gerade da vor euren Nasen habt, ja, aber es macht mich doch ein bisschen nervös. Und keine Sorge, die Gegner sind noch gut verpackt. Kommt einer. Rein. Schreiber. Und passt auf, dass hinten keiner kommt, ne? Ich könnte sagen, haltet mir mal bitte Augen und Ohren auf hier, weil ich kann hier nicht wohl beeilt sein. Okay, dann bin ich mal mit der Drohne unterwegs. Die ist noch gestört. Die Drohne rein. Ja, aber ein bisschen sieht man ja trotzdem. Einfach ein bisschen umschauen. Ja, im Moment geht's, auf den Straßen sieht's frei aus. Was ist mit dieser fucking 1? Keine Ahnung. Soll ich's riskieren? Helikopter? Ausschalten? Ich könnte es auch von hier aus versuchen. Gern mal in die Amaria rein wegen dem Helikopter. Warum hat er das mit dieser Ausrüstung eigentlich nicht geschafft? Mann, diese Flugabwehr ist eine echte Plage. Er hat doch gesagt, er kann kein Heli fliegen. Ja, ich glaube, das ist so einer dieser Leute, kleine Wörter und auch kleine Kenntnisse. Reaper, kannst du dich aufmachen? Wo sie klappen jetzt dahinter. Ja, ich muss gerade vor dem Hubschrauber entdecken gehen. Uns als Relikt bezeichnen, aber selbst mit dem ich zu sein, mal in der Flugschule ein bisschen aufzupassen. Ja, ganz ehrlich, der hat doch nicht mal die Grundausbildung in der hessischen Polizei geschafft. Sehr gut. Dunkel, ich sehe, dass sich die zwei bleib bewegt. Erstmal in der Dings. Hier kommen welche, die patrouillieren. Oh Gott, sind das viele. Oh. Ich hoffe, der Spacken kommt jetzt rein, bevor er sich enttarnt. Nein, nein. Meine ich das nur oder wird's draußen wieder dunkel? Ich glaube, das meinst du nur. Negativ. Meine Uhr sagt 8.20 Uhr etwa. Vielleicht macht ihr die Hitze ein bisschen zu schaffen. Kann auch sein, dass sie hier verdunkelte Scheiben haben oder so. Alles möglich. Jetzt steht er im Weg, dass ich den nicht markieren kann. Nachher. Ich hab noch einen ausgemacht. Aber so. Sein Anzug kann anscheinend auch dafür sorgen, dass er fliegen kann. Optische Illusion. Ich glaube auch, das liegt am Anzug. Irgendwie wird unsere Wahrnehmung gekrümmt. Ich glaube, du kannst vorrücken, Reaper. Ich bin schon am Generator. Ich wollte nur noch ein bisschen warten, bis die etwas weiter weg sind. Okay. Außerdem sag ich mal eins, Zauberer sind den Politikern die größten Betrüger, die offiziell noch Geld verdienen damit. Und Generator geht aus. Ja, komm schnell rüber zu uns.
meine Ecke. Ich verkriech mich mal und guck mal mit der Drohne los. Drohne steigt auf. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich sehe ein fünftes Ziel. Wieder zur Kommstation? Ja. Die 1 steht mit dem Rücken zu euch, wenn ihr die wegmacht. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja, der Pilot ist an unveränderter Position. Okay. Okay, wir machen die 1 weg und dann rücken wir vor zum Krankenhaus. Ich bringe den Typen hier in die Armeria rein und ist er auf jeden Fall weg vom Fenster. Okay. Moment, noch nicht vorrücken, falls ihr so weit seid. Erstmal zur Kommstation und da sammeln. Okay. So, der Typ schläft in der Armeria in so einer kleinen Pissecke. Okay, jetzt ist frei, dass ihr zum Hospital gehen könnt. Okay. Okay. Wir sind direkt in einer Reihe. Okay, drauf achten, auch im Krankenhaus am besten verstecken. Am besten hinter diese Trennwände. Trennwände, ja. Ja, genau. Er ist gerade in das Zelt gegangen, neben dem. Und ich gehe mal gerade hier in eine dieser Räume. Hier ist gar nichts am Fenster, nur so. Das ist quasi nur ein Zelt weiter. Steht im Blickrichtung zum Krankenhaus, also gegen die Zeltwand. Ihr könntet euch beeilen und quasi, wobei jetzt nicht, die 2 kommt gerade. Wenn die 2 wieder weg ist, dann könnt ihr nach rechts raus und da zwischen die Zelte gehen. Ich warte erstmal die 2 ab. Ja. Am besten auf die andere Seite vom Krankenhaus, nicht da ist wo. Ist die 2 alleine? Vorsicht, der Pilot! Alleine. Der Pilot. Ja. Nicht die 2 ausschalten im Moment. Verstanden. Ich hab nur fast gesehen. Ja, die guckt gerade zu euch da in diesem Zeltteil von dem Krankenhaus. Genau, die steht genau hier am großen Ausgang. Ja. Hier dem, wo wir zwischenstehen, oder was? Der zwischen uns genau, ist. Genau. Richtung Zelt, dort stand er gerade. Ich sehe seinen Arm. Ja, ja, er steht da genau, jetzt. Ich sehe ihn, ja. Okay. Aber der kommt in Deckung. Kann sein, dass er in das Krankenhaus reingeht. Da, wo man war, eben gesehen wurde. Ja, Eventuell zu den Zelten links von uns, oder sind die nicht sauber? Ich gucke gerade deinen Rücken ab, Enno. Er stellt sich da gegen die Wand. Wenn ihr auf die andere Seite vom Krankenhaus geht, also nach rechts rüber, wo nicht Zelt ist, sondern Wellblech. Haus, ja. Genau. Wenn ihr da aus der Tür kommt, dann steht er direkt links neben euch. Wirklich mit der Fußspitze. Er bewegt sich. Jetzt mit dem Rücken zur Tür. Ja, geht wieder zu den Zelten. Ich wollte seine Runde drehen. Ja. Achtung, die 2. Nur über schnell, Reaper. Ich muss mir das angucken. Zu spät, ich glaube, er hat ihn schon. Nein, ich muss mir das, die ganze Lage angucken. Stolzer, bitte bis jetzt. Hoffentlich kannst du Englisch, oder wir haben ein Problem. Da, sicher, ich spreche ihre Sprache. Ich verrate dich. Okay, ich hab den Kurs. Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. Du hättest gar nicht grob werden müssen. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ich markiere euch den Bereich. Was für eine Mimose. Okay, ich bin erstmal safe. Raza, du hältst erstmal dein gediegenes Maul. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. So. Sobald wir in der Luft sind, schmeißen wir dich raus. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Also, ihr kommt erstmal zurück zu mir. Kommstation, richtig? Erst Kommstation, dann Amaria. Weg Kommstation zum Hospital. Ist frei. Brücke. Ja. Ja. Wieder die eine Reihe. Könnt erstmal durch die Kommstation durch.
Und auf dem Weg zur Armeria, oder? Und Tür. Tür. Kommstation Armeria, Weg. Moment, irgendwas habe ich da gerade gesehen. Oder war das nur der Typ da hinten? Müsst halt vorsichtig sein, irgendeiner ist noch in dem einen Gebäude drin. In welchem Gebäude? Das links von uns? Ja, das hoch. Mit Stockwerken. Okay, dann auf zur Armeria. Ja, könnt ihr euch bewegen. Solltet nur aufpassen, falls ihr durchs Fenster guckt. Oh, das tut er gerade nicht. Ich versuche jetzt einmal ausfindig zu machen, wo genau wir hin müssen. Okay, wir sind in der Armeria. Ja, da steht ein Apache Hubschrauber. Der ist direkt da, wo der Störsender ist und die Luftabwehrbatterie dahinter steht, das Ding. Das Teil ist zu futuristisch bzw. zu modern, als dass das Kartell oder Unidad sich so ein Ding leisten konnte. Das ist nicht der, den wir brauchen. Echt nicht? Oh. Bei der 2 ist einer. Das ist ein Luftabwehrsystem. Der ist so ein bisschen rot getigert. Stört ja, das ist es. Okay, ich würde sagen, unser nächstes Ziel ist die Tankstelle. Da müssen wir vorsichtig sein. Soll ich den Scharfschützen oben im Dach ausschalten, im Turm? Lass noch. Achtung, bei der 1 sind wieder 1 plus 3 quasi. Oh Mann. Achtung, die kommen zurück rein, falls irgendjemand mit draußen ist. Ja, ja, ich befinde mich noch in der Armeria. Erst vorrücken, wenn ich sage. Ich habe mir hier gerade mal aus den Kisten neue Waffen genommen. Ich glaube, die sind für unsere Rückreise besser. Ich werde schon mal mit der Drohne einmal in die... Irgendwas hat gerade ein Störgeräusch gemacht. Was ist mit der 1? 1 plus 3. Okay. Also vorbeilaufen lassen. Und wieder ins Gebäude, weil wir haben. Volle Speicherkarten. Helikopter. Ja, das auch. Jetzt Alter, schon. Ist das eine ewige Mission hier. Dann los. Ja. Ob wir den Helikopter in der nächsten Folge. Ja. Bekommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und ciao. Und wenn ihr es dann nicht seht, dann seht ihr es in der darauffolgenden nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao. Tschüss.